Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20 mit mir, eurem Doshep und dem Ulle. Hallo. So, wir haben ausgehend uns mal hier eine kleine Hütte erlaubt zu bauen. Ich weiß auch nicht, wie wir das... Ist wunderschön, das ist keine Hütte, das ist eine verdammte Villa. Ja, eine Hütte. Villa. Eine Hütte. Villa. Auf jeden Fall, wir haben dann halt hier diese Hütte / Villa gebaut. Bisschen schon mal sortiert, war auch noch ein bisschen offscreen farm und war dann da drüben. Ich schau mal ganz kurz, ob ich das mal auf der Map sehen kann. Nee, nicht so wirklich, oder? Na doch, hier sieht man's. Ich habe hier so einen Vulkan, Meteorit von Applied Energistics 2 gefunden und war dann auch schon mal da drin. Und wir haben auch sofort schon drei von diesen Druckplatten, Pressplatten, keine Ahnung, wie es aussehen soll, gefunden. Auch ein bisschen Skystone mitgenommen und ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen werden, aber ist das lustig. Ja. Auf jeden Fall. Dann wollten wir uns heute mal um einen bestimmten Mod kümmern, aber ganz ehrlich, bevor wir damit anfangen, wollte ich mal ganz schnell eine ganz kleine Erzverarbeitung anfangen, weil wir haben hier schon einiges, das müssen wir mal anfangen zu verarbeiten, oder? Ja, das wird langsam Zeit. So können wir damit nicht allzu viel anfangen. Und zwar wollte ich mal eine ganz spezielle Erzverarbeitung anfangen, und zwar wollte ich die von Applied Energistics nehmen. Ja, ich habe einfach nur so auf einen Kommentar gewartet. Okay, und zwar brauchen wir dafür einen Grindstone. Der Grindstone wird ganz billig gemacht aus einem Woodgear, Cleanstone und zwei Cobblestone. Also nichts Atemberaubendes. Gut, also das machen wir jetzt mal ganz schnell. Da haben wir es schon mal hinter uns. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eigentlich schon so bekannt ist, aber es ist die billigste, wirklich die allerbilligste Erzverarbeitung. Jo, womit hast du gerechnet? Man muss dann auf verfluchten Kobel drehen. Es ist wirklich so. Wir brauchen halt noch so einen Wooden Quang. Weißt du, was das Geile war damals? Als ich den Wooden Quang zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Bumerang. Und ich habe dann immer versucht zu werfen. Na gut, das haben wir jetzt. Zwei Cobblestone noch und drei Zertus Quartz Crystals. So, das hätten wir soweit. Der Quartz Grindstone ist fertig. Den knacken wir mal dahin und da oben drauf. Na? Vielleicht sollte man noch die Fackel wegnehmen. Ja. Oder kennt ihr das jetzt nicht, weil ich gerade im Morph bin? Ach so. Ah, okay. Das wird hier eine Fackel gesetzt. Also ganz kurze Erklärung, wie das funktioniert. Erz kommt da rein. Jetzt wird die ganze Zeit restig gemacht. Erz wird nachgelegt und weiter resticken, bis es fertig ist. Mehr ist auch nicht. Jetzt braucht man noch einen Idioten, der das 24-7 für uns macht. Was ich bin es nicht. Verdammt, ich wollte gerade fragen, was du heute noch so weit vorhast. Also grundlegend kann man das mal machen. Ich glaube, das könnte man ganz gut mit dem Autoklicker machen, ne? Ja, ich denke nicht, dass es den hier gibt, oder? Ich schau mal, ich glaube, den gibt es sogar. Ich bezweifle irgendwie, dass sich das lohnt. Autonomes aktiv? Naja, für den Anfang. Ist der denn hier nicht auch so teuer oder ist der hier billiger? Der ist billiger. Pisten, okay, Chests. Und Saphir und nein. Das war ja wirklich nur bei Agrarian Skies. Ja. Standard-Rezept ist einfach nur eine Truhe, ein Pisten, zwei Zinngears und ein Servo. Mehr nicht. Ach so, okay, gut. Und siehst du, ich habe schon einen Idioten gefunden, der das macht. Na gut, ich glaube, ich lege mich mal vorher schlafen. You can only sleep at night, Mama. Geht doch. Aber ganz heimlich währenddessen Eis futtern. So. Dann werden wir jetzt aber mal noch ein bisschen produktiver. Und zwar wollten wir heute mit einem ganz bestimmten Mod anfangen. Ja, kurbel du mal was weiter. Und zwar wollten wir heute mit Botania anfangen. Dafür brauchen wir als allererstes die sogenannte Lexica Botania. Dafür brauchen wir erstmal ein Buch. Wir machen uns jetzt mal dabei zwei. Und nehmen dann einfach mal eine Blume. Ich glaube, das geht mit den Vanilla-Blumen.
Natürlich nicht. Und dann nehmen wir einfach hier, da haben wir schon ein paar gesammelt. War es nicht ein Setzling? Nee, nee, das war wirklich eine Blume. Okay. Oder? Also auf der Wiki stand ein Setzling. Ich schau mal gerade. Vanilla-Setzling. Dann nehmen wir einen Setzling. Hast mich überzeugt. Also ich hatte eben noch im Kopf, das war einfach mit einer Blume. So, Lexica Botania. Dann ist hier dein Buch. Jo, danke. Und dann schauen wir doch mal da rein. Also, Lexica Botania. Basics and Mechanics. An Introducing Clip. Bla bla bla. Also grundlegend, wer es nicht kennt, Botania ist einfach ein Mod. Irgendwie so Magie, Technik kann man irgendwie sagen. Es ist sehr Mana-basierend und auf Blumen. Ja, okay. Wollt wissen, was der Knopf macht. Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen am Schauen. Es ist Lexica Botania ist so. Mystical Flowers. Ach, da gibt es auch noch eine zweite Page. Also insgesamt gibt es von diesen Mystical Flowers, die ihr eben gesehen habt, insgesamt 16 verschiedene Farben. Und die könnten wir auch mehrere von züchten, wenn wir sogenannten Floral Fertilizer machen würden. Halt, so sehen die generell aus, wenn sie gepflanzt sind, also schon stehen. Und die können wir einfach zu Mystical Petals, also Blumen, Pflanzen, Gedünse, Blumenblättern machen. Ja, die können wir auch halt immer wieder neu pflanzen. Ja, hier sieht man generell, wie das geht. Man kriegt aus einer Pflanze... Was macht meine Mutter jetzt da hinten? Das hört sich an, als würde die ganzen Schweine am Schlachten sein. Wer weiß, irgendwas musst du heute auch noch essen. Ich habe aber heute schon Gulasch gegessen. Oh, dann gibt's jetzt nochmal Gulasch. Auf jeden Fall. Hier aus einer Pflanze kriegt man zwei von diesen Petals, halt Lime Flower gibt Lime und so weiter. Dann gibt's hier ein Pestle und Mortar, also Mörser und so weiter. Damit man das auch noch zu Puder machen kann. Da habe ich aber noch keine Ahnung von. Ach so, das ist dann wie eine Farbe, okay. Hier dann der Floral Fertilizer, halt mit einem Bone Meal und Puder gemacht. Oder man kann auch hier die normale Farbe von Vanilla nehmen. So, was wir jetzt aber als erstes brauchen, ist eine sogenannte Petal Apothecary. Halt so wird sie die aus und wird gemacht aus, aus einem Mystical Petal, also ein Blumenstück und ein bisschen Cobblestone. Alter, erschreck mich nicht andauernd so! Ich lauf gerne in der Creeper-Form rum. Ich merke es! Na gut, auf jeden Fall, das craften wir jetzt da mal schnell. Du musst dich aber auch dann nicht wundern, wenn ich hier irgendwann mal eine verpasse, oder? Okay. Und ich weiß jetzt nicht, ob man die einfach schon am Anfang alle umwandeln sollte. Ich mache jetzt erstmal eine. Und wir haben die Petal Apothecary. Ja. Mein Englisch ist heute, glaube ich, wieder richtig perfekt. Oh ja, wir können ja gleich die ganze Folge auf Englisch machen. Oh ja, das hatten wir ja, glaube ich, noch nie, ne? Muss ja einzigartig sein. Gut, hier ist die Petal Apotheke. Die Blumenapotheke, Ende. Ich spreche das jetzt auf Deutsch aus. Wieso laufe ich eigentlich wieder? Ach ja, was ich mal ganz gerne wissen würde, es gibt ja hier so ein Schnellmenü, das hier. Fände ich cool, wenn mal einer erklären könnte, wie das funktioniert, wie man da was hinzufügt. Ich habe da null Ahnung. Haben wir noch was Eisen über? Jawohl, dann können wir sogar noch einen Eimer machen. Weil, was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist eine unendliche Wasserquelle daneben. Wir werden auch bestimmt hier irgendwie mal schauen, dass wir da noch was hinklatschen, aber erstmal so grundlegend reicht das ja, schätze ich mal. So, was wir als allererstes brauchen. Ich habe herausgefunden, wie die Schnellauswahl funktioniert. Und wie? Und du drückst in der generellen Auswahl die Taste, um die Schnellauswahl zu aktivieren. Also in dem Falle Ö. Oh.
Ja, danke für diesen wundervollen Kommentar. Immer gerne doch. Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt einfach mal hier. Ich glaube, die setze ich mal was näher daran. Habe ich das? Ja. Gut. Hier kommt dann jetzt einfach ein Wassereimer rein. Und dann können wir jetzt auch schon wahrscheinlich die erste Blume machen. Das ist die sogenannte Pure Daisy. The Pure Daisy is not only the most basic. Um es auf Deutsch zu machen. Also diese Blume kann Holz und Stein verfeinern. Und zwar zu Living Wood und Living Rock. Das ist etwas, was man in vielen Crafting-Rezepten braucht. Sieht dann ungefähr erstmal so aus. Aus Living Wood kann man dann so einen Living Wood Trick machen. Und wie die gemacht wird, aus 4 Mystical White Petal. So, dann würde ich sagen, holen wir jetzt auch mal 4 weiße raus. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun und gleich mal die Truhe hier mit den Blumen mal ein bisschen näher hier ranstellen? Kann ich machen. Gibt's hier Dolly Gedöns? Bau das einfach doch ganz schnell ab. Ja, gut, also. So viel ist da ja auch nicht drin. Ja, stimmt. So. Also, damit ich heute mal ganz schnell. Ich warte mal ganz schnell, bis du dabei bist, dann kann ich hier schon mal. Bereite das schon mal so weit vor. Also, ich warte noch auf dich, ne? Ja, ich komme jetzt. Erscheinen reicht. Gut. Mal gut, ausnahmsweise. Also. Ich muss keine Sauerei wegmachen. Wir haben jetzt hier diese Mystical White Petal. Und die können wir dann einfach so reinschmeißen und dann schwimmen die da drin rum. Sieht man jetzt hier wundervoll. Und wenn man jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit einem Seed noch da reinschmeißt, bekommen wir eine Pure Daisy. Yay. So, die setzen wir dann mal jetzt hier hin. Und dann bräuchten wir am Anfang, glaube ich, Holz. Das mache ich jetzt lieber schon mal jetzt, weil das dauert immer was, bis es fertig ist. Also ich finde das generell ganz cool mit den Animationen und so weiter. Ja. Glaub mir, das wirst du noch merken. So, Holz ist jetzt hier und da sieht man schon langsam diese Partikel, die da auftauchen. Das wird jetzt gerade von der Pure Daisy verfeinert. Und das dauert einen Moment. Und die braucht jetzt kein extra Mana, bitte? Nein, so weit sind wir noch nicht. Okay. Das macht ihr einfach so, das braucht dann halt circa eine Minute und naja. So, was können wir dann noch machen? Runic Altar ist, glaube ich. Ja, so weit sind wir noch nicht. Fangen wir aber doch schon mal mit Mana Manipulation an. Dafür bräuchten wir erstmal einen Mana Pool. Der wird gemacht, indem wir einfach 5 Living Rock nehmen. Aber dafür bräuchten wir erstmal noch ein bisschen Cleanstone. Ich warte mal ganz schnell, oder? Sollte sich eigentlich jeden Moment verfeinern. Also ich finde das generell sogar ganz cool von der Animation. Ja, also mit den Partikeln ist nett gemacht, so was man zu ist, dass irgendwas passiert und man keine Scheiße baut. Mhm. Boah, bei welchem Mod war das nochmal, wo das, wo du überhaupt keine Ahnung hattest? Ich glaube, das war beim alten Dartcraft oder Formcraft. Da hast du irgendwie. Musstest du auch sowas aufbauen? Jawohl, da sieht man es doch schon. Wir haben Living Wood. Kannst du mir einen Gefallen tun, das gerade abbauen? Dann gehe ich ganz schnell mal. Beanstone machen. Jo. Da kannst du auch nicht wirklich viel ab. Oder falsch machen oder so. Das ist einfach so abbauen und fertig. Ja, ich glaube dann schnell meine Axt. Das dauert mir etwas zu lang. Jo. Auf jeden Fall. Wir brauchen dann, wie gesagt, jetzt erstmal einen Mana-Pool. Der müsste dann später nochmal in Mana-Pool reingeschmissen werden, aber wir brauchen erstmal ein bisschen Mana, bevor wir überhaupt was damit machen können. Und wir können auch ganz schnell über Mana, können wir einfach so einen Eisenbarren in den Mana-Pool reinwerfen oder einen ganzen Eisenblock und wir bekommen ein sogenanntes Mana-Steel. Ja, das geht dann halt mit einigen Sachen. Gibt auch hier sogenannte Mana-Petals, da kommen wir aber später noch zu allem. Wir können auch Mana-Glas herstellen, das ist auch geil. Und Mana-Cookies ist ja awesome. Mana-Cookies klingt lustig. Ja. Ich würde aber sagen, damit wir erstmal so generell ein bisschen rankommen, um
Ja, jetzt kommt wieder meine perfekte Wortwahl. Um ein bisschen Mana herzustellen, brauchen wir eine Dayblume. Was eine Dayblume macht, am Tag generiert die Mana. Die nimmt quasi die Sonnenlicht auf und macht daraus Mana. Gibt aber auch dann grundlegenden Aufbau, also man kann die nicht so in einem 3x3 Feld aufbauen. Man muss die halt wirklich so, die brauchen immer einen Blockabstand. Die wird gemacht aus einer Mystical Orange, zwei Yellow und einer Blue. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, gehe ich ganz mal schlafen. Soll ich eben was falsch nachfüllen bei der Blume oder brauchen wir nicht mehr? Am Anfang brauchen wir noch nicht so viel, also wir brauchen eher erstmal hier Living Rock. Okay. Und für Living Rock muss man einfach nur Kampfs daneben rotzen oder? Cleanstone. Cleanstone, okay, mache ich doch direkt mal. Ja, Cleanstone habe ich schon gerade gemacht. Achso, okay, gut. Das können wir jetzt einfach mal hier neben dann aufbauen. So, in der Zwischenzeit können wir dann auch mal die Dayblum machen. Das war jetzt was? Light Blue, Yellow und Orange. Orange, Yellow und Light Blue. So, so und so. Jetzt nur noch das richtige Verhältnis. Zwei gelbe, ein blaue, okay. Ja, Moment. Wir brauchen neues Wasser. Und verdammt, ich habe die Seeds vergessen. Die gehe ich nochmal ganz schnell holen. Weil jede Pflanze braucht dann halt wirklich auch ein Seed, damit dann was rauskommt. Also, wir brauchen zwei Seeds da drin. Ah ja. Zwei gelbe, eine blaue und eine orangene. Und einen Seed. Und wir haben eine Dayblume. Hey. So, die Dayblume setze ich jetzt erstmal hier hin. So. Kann man diese Blumen theoretisch auch in der Wildnis finden? Oder gibt es überhaupt nicht? Die man jetzt hier sich craftet wie die Dayblume? Ja, ja. Nee, die musst du wirklich craften. So. Okay, ja gut, hätte ja sein können, dass es hier so ganz selten gibt. Mhm. Living Rock ist jetzt aber fertig. Ich glaube, dann können wir eigentlich auch schon mal so ein bisschen was mehr machen. Kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen Cobblestone schmelzen? Jo, mach ich. Dann mache ich schon mal hier so einen Mana Pool. Wird eigentlich sowas so angezeigt? Ha. Ja, ich stelle jetzt erstmal hier hin. Was wir noch, glaube ich, brauchen, ist ein Mana Breeder. Ja, ich glaube schon. Du hast laut Lexika. Der Mana Breeder wird wie gemacht? Living Gold, Wood. Living Wood. Ja, und eine Pflanze, das ist so. Ja, das geht ja easy. Ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso das Huhn auf den Bärenbüschen sitzt. Boah. Kackt uns das Essen voll. Ja, Standard. Wo habe ich das Living? Ach, wo hast du das Living Wort dann getan? Moment, ich hol's schnell. Das ist in der Blumenkiste. Was ich mal ganz schnell mache, ich mache mal ganz schnell ein Gold fertig. Ja, kack mich voll. Stehe ich voll drauf. Oh ja. Sehr schön, Gold ist fertig. Dann brauchen wir das Living Wood. Das und ich schiebe da jetzt gleich mal ganz schnell, wenn er fertig ist, das Gold dazwischen. Also ich glaube Living Rock können wir glaube ich am Anfang am meisten brauchen. Machen wir einfach nochmal was. So, Gold ist fertig und wir haben jetzt einen Mana's Breeder. So, der Mana's Breeder, den setze ich jetzt einfach mal hier hin. Hoffe ich doch. Und dann brauchen wir einen Wand of Forest. Der wird einfach aus Living Wood gemacht und nochmal zwei von denen.
Ah, da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Living Wood. Okay. So, das machen wir jetzt einfach nochmal. Und danach ist auch schon die Folge vorbei. Das ging jetzt echt verdammt schnell, ne? Erde an Mongo. Okay. Mongo ist zurzeit nicht erreichbar. So, ist das Living Rock schon fertig? Nein, aber hoffentlich jeden Moment. Na, komm schon. Dann können wir in der Zwischenzeit schon mal hier nachfüllen. Ah, jetzt ist das Living Rock fertig. Also generell finde ich den Material von den Animationen echt geil. Das muss man uns lassen. Nein. Das. Und dann lese ich mir mal ganz schnell durch, wie das jetzt war. Mana can be use of Mana Spreader. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ich kenne mich mit dem Mod selbst noch nicht so wirklich aus, also. Also grundlegend ist es so, hier dieser Mana-Speeder muss auf den Mana-Pool zeigen. Dann wird da Mana drin eingefangen quasi und naja, Mana. Ich will jetzt hoffen, dass ich das auch so richtig gemacht habe. Ich bin mir da noch was unsicher. Die brauchen halt wirklich diesen Forest Wand am Anfang. Also Wand of the Forest hier. Ich mache jetzt am besten auf zwei Leute gleich. Ohne XP-Bären. Aber ist wieder da? Ja. Was ich mal gerade ganz schnell mache, ich mache mal hier ein bisschen Living Wood. Kannst mir vielleicht gerade beim Abbauen helfen? Ich habe keine Axt mehr. Und dann mache ich mal direkt den nächsten. Mach mal für dich gleich auch noch ein Wand of the Forest. Jo, das war das Universalwerkzeug, oder? Das ist für die Mana Speeder das. Okay. So. Dann brauchen wir nur noch die beiden Blumenstückchen Gedönse. So und so. Und wir haben den Wand of the Forest. So, und jetzt müsste eigentlich der hier das da hinfüllen. Und so wie es aussieht, bekommt ihr jetzt offiziell Mana von dem. Ja, da haben wir es doch schon. Sieht doch gut aus. Und wir haben unser erstes Mana. Yay. Ich weiß eigentlich nicht, wieso wir in irgendeinen Shop gegangen sind und einfach so einen Mana-Pot geholt haben, aber... Oh Gott, war der ganz schlecht. Na gut, aber ich würde sagen, für die Folge war es das jetzt auch schon. Das waren schon wieder 23 Minuten, wow. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, DireWolf20. Bis dahin, tschüss.